So, ein Spiel im Trend und willkommen zurück zu Let's Play Raiders mit Schilling, dem Berserker. Nachdem ich beim letzten Mal zum allerersten Mal gestorben bin, aufgrund von PvP inklusive einem 1-Sterne-Boss, 2 gegen 1, ja, das war uncool, muss ich das jetzt wieder gut machen und werde versuchen, Shadis, den Geisterwolf, im Alleingang zu legen. So, erstmal kann ich hier bei der Liara nochmal eine Quest abgeben, hier im Berg Eder. Die Quests hier habe ich noch nicht erledigt, aber das PvP hier kann noch warten. Die sollten mir jetzt Level Up bescheren. Oh yeah, hat sie mir auch. Ich bin momentan, muss ich sagen, hey, das sind jetzt 2 Wölfe von denen. Der erste läuft schon zurück. So, da ist anscheinend irgendjemand. Hat die gerade beide an der Backe? Junge, die wollte ich doch gerade legen. Spielerinfo. Level 26. Der sollte die eigentlich packen, oder? Wieso hat der beide? Hat der irgendeinen, der... Okay, die werden gleich wieder zurücklaufen. Laufe ich mal auf Position. So, ich bin etwas unzufrieden mit meiner Skillung, muss ich sagen. Ich wollte hier so Kleriker mit der Heilung. Aber hier den Skill habe ich jetzt zum Beispiel auch ganz aus der Leiste gezogen. Deshalb ist auch mein Fadenkreuz jetzt zum Glück wieder weg. Wenn ich den zum Beispiel wieder hineinziehen würde... So, habe ich jetzt wieder so ein Fadenkreuz, aber der macht kaum was. Ich finde den recht unnötig. Kleriker machen ja einfach keinen Schaden auch. Recht wenig natürlich im Vergleich zu einem normalen Damage-Dealer, weil die auch heilen können. Die Solo-Heilung ist recht gut, aber mehr kann ich da irgendwie nicht machen. Das heißt, der eine Punkt wäre jetzt unnötig. Ich spezialisiere mich jetzt, konzentriere mich hauptsächlich noch auf Berserker. Mal schauen, was ich da dann so rausbekomme. So, dem fehlen jetzt ein paar Lebenspunkte schon. Aber egal, es ist nicht viel. Die Gelegenheit nutze ich. Ist nun mal eine Gruppenquest. Aber vielleicht schaffe ich ihn auch. Schauen wir einfach mal. Kann wahrscheinlich ein paar Minuten dauern. So leicht wird er nicht sein. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was der macht. Ob der irgendwelche Rudel beschwört. Momentan springt er nur zu mir hin. Ich bin mal etwas defensiver. Und... ja, hoffe, dass ich den schaffe. Den kann man auch ganz gut... Ich meine, Farmen ist so ein blödes Wort. Aber den kann man auch recht oft killen. Aha, den Schwanzschlag. Wie der Schattenwolf irgendwie von ganz am Anfang erinnert mich das. An Ebenen von Terres. Wenn man den killt, bekommt man ja immer so Materialien zum Craften. Und wer sich da eine ganze Rüstung machen möchte, die Geld hat vielleicht, also Gold, aber keinen Bock, das alles selbst zu holen. Der kauft sich das einfach um ein paar Gold im Auktionshaus. Und ich denke mal, das ist hier schon recht klug. Oh, trifft er mich einmal, macht er gleich 400 Schaden. Das ist recht klug, hier Gold zu machen. Über das Auktionshaus mit diesen Ressourcen eben. Erfahrungspunkte gibt's. Oh, wow, ich bin doch weggesprungen. Erfahrungspunkte gibt's auch. Jo, sollte eigentlich passen. Dann muss ich noch... Wurde mir... Oh, der beschwört einen zweiten. Deshalb also bei... 25%, also 75. Okay, jetzt könnte es interessant werden. Kommt dann auch noch ein dritter oder was? Aber ich muss nur den Hauptboss finden, oder? Kann der jetzt keinen Schaden mehr nehmen? Doch, der nimmt noch Schaden. Aber mit 2 wird es natürlich jetzt schon ein bisschen interessanter. Ja, meine 2 Buffs für den Jähzorn, die Berserkerwut und Kraft der Stille, sollte ich noch besser irgendwie in den Bosskämpfen mit einbinden. Aber das ist gar nicht so einfach, weil das Blöde ist, wenn man die macht, kann man seine normalen Fähigkeiten nicht einsetzen. Und aktiviere ich zum Beispiel den Jähzorn, dann mache ich Kraft der Stille, heile mich zusätzlich, fülle meine AP auf, aber jetzt ist der Jähzorn wieder weg, also der wird dadurch verbraucht praktisch. Ah, dieser zweite Geisterwolf, der Begleiter, der hat ja kaum Leben, der geht schnell runter. Soll ich den zweiten also zuerst besiegen? Die Gefahr ist natürlich, dass der vielleicht dann den zweiten beschwört. Also dann den dritten praktisch, wenn ich zuerst nur auf ihm dranbleiben. Oh, das war sehr heikel. Das war in letzter Sekunde noch ausgewichen. Was macht denn ein Ansturm oder was? Komplett in Geisterversion, aber sein Mund ist blutrot. Ja, Level 24. 11 Level fehlen mir jetzt noch. Das heißt, 11 Skillpunkte fehlen mir auch noch. Und spätestens dann werde ich mich nochmal genauer mit den Skillungen auseinandersetzen. Momentan passt so, aber es ist sicher jetzt nicht die perfekte Berserker-Skillung, wie ich sie mir dann mit 35 wünsche. Aber dann die optimale Skillung kann man eigentlich dann erst haben, wenn man wirklich weiß, okay, ich habe 35 Punkte zur Verfügung. Alles am Anfang ist eher noch... Ja, da macht man noch irgendwas. So, der eine müsste gleich down sein, sein Begleiter. Ich weiß nicht, wieso der Typ vorher da weggelaufen ist.
So hart ist er doch gar nicht. Und ich glaube, der war auch besser. Autsch. Kaum sage ich irgendwas, ist leicht. Schon. Keine Ahnung. So, jetzt warte ich ab. Und jetzt die Heilung. Puh. Wenn der mich jetzt getroffen hätte, dann wäre die Heilung unnötig gewesen. Da muss man echt aufpassen mit der Heilung. Aber im Prinzip, zum Selbstüberleben, ist das mit der Heilung gar nicht so schlecht. Einziger... Wow, jetzt holt er wirklich noch einen. Krass, ist das zeitlich bedingt oder mit den Lebenspunkten? Ich schätze mal zeitlich. Oh mein Gott. Oh, wow, wow, wow. Eventuell hätte ich den doch nicht alleine versuchen sollen. Komm, der eine hat nur noch so wenig. Stirb. Jawohl. Einer ist down. Und der gibt nicht mal Erfahrungspunkte, weil das nur so ein geschworener Begleiter ist. Autsch, das ist schade. Das tut mir immer... Das tut mir immer in der Seele weh. So einen fetten Gegner zu besiegen, ohne dass der Erfahrungspunkte gibt. Jetzt blick ich gar nicht mehr durch. Der ist der Hauptmann. Ich sollte den anderen sowieso auch killen. Boah, also alleine habe ich mir da schon was vorgenommen. Heilung, Heilung, Heilung. Und ausweichen, bitte ausweichen. Das ist sicher nicht jedermanns Sache alleine. Vor allem auch so als Kleriker oder so stelle ich mir das, ouch, etwas schwieriger vor. Aber jetzt habe ich es angefangen und probiere es auch zu Ende zu bringen. Ich wollte schon langsam meine Lebenspunkte auch etwas runtergehen. Nein, ich war vergessen, dass der ja stehen bleibt. Boah. Nein, wieso bleibst du da stehen? Jetzt nehme ich aber noch hier. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. So, meine Lieben. Was habt ihr jetzt davon? Jetzt laufe ich euch davon. Da hinten steht auch einer. Moment, den könnte ich jetzt im Prinzip so on the fly in die Gruppe einladen. Oh, wo bist du? Bleib stehen. Alter Falter, ich kann hier nicht stehen bleiben. Gruppeneinladung. Oh, jetzt hat er nämlich schon drei. Nimm an, nimm an. Nimm die Gruppeneinladung an. Nimm sie an, Mann. So, jetzt sind's 2 gegen 3. Jetzt passt's vielleicht. Was alleine angefangen hat, werden wir hier gemeinsam beenden, lieber Nerf-Hörder. Das Gute ist, der bekommt jetzt auch ein Quest-Update, wenn er das denn benötigt. Auch wenn ich ihn erst nachher in die Gruppe eingeladen habe, aber der praktisch den Mob getaggt hat, nicht attacked, sondern getaggt, wie ein Tag, Englisch, Markierung einfach, der zuerst angegriffen hat, der bekommt dann auch den Kill. Und wenn ich jemanden in die Gruppe einlade, dann bekommen die dann entsprechend auch den Kill dann im Nachhinein noch. Das ist doch ein Verteidiger, was kann der immer für geile Sachen mit seinem Eis hier machen? Aber es ist doch entspannend, muss ich sagen, wenn da so ein Verteidiger dabei ist, der dann die Agro von den meisten automatisch zieht. Ich will noch ein Klärer. Hätte ich eigentlich auch gleich eine Gruppe suchen können, aber ich wollte... Auf Kanal 1 waren sowieso mehr Leute unterwegs. Ich wollte es mal auch alleine probieren. Weil es ja doch auch mehr Konzentration erfordert. In der Gruppe geht alles so einfach und da sind die Kämpfe so schnell vorbei. Ich will ja auch hier was erleben von diesem geilen Kampfsystem. Oh, der ist schon tot. Einen haben wir schon wieder erledigt und das dürfte der Hauptboss sein. Halbzeit haben wir. Aber gemeinsam geht es ja doch jetzt etwas schneller. Komm, lauf mir nicht davon. Ich kümmere mich um den. Ich stoße ihn runter, ich stoße ihn runter. Oh, ja, ja, komm, flieg runter. Junge, flieg runter. Oh, er ist schon tot. Ha. Das ist Sparta! Und ich gebe ihm einen Roundhouse-Kick und er fliegt die Klippe runter. Aber anscheinend kann man da gar nicht runterfliegen. Da ist so eine unsichtbare Mauer. Schade eigentlich. Da könnte ich mit meinem Angriff so richtig geil die Gegner runterhauen. Hey, mit einem Verteidiger in der Gruppe ist das ja ein Kinderspiel. Genau deshalb wollte ich ihn auch alleine machen. Hat ja nur der Verteidiger Agro und ich kann da ganz gemütlich... Oh, doch nicht. Doch nicht so gemütlich. Heile ich mich auch mal. Kann sich der auch heilen? Vielleicht hat er auch... Der hat einen Streitkolben zumindest in der Hand. Vielleicht hat er auch so halb Kleriker, halb Verteidiger. Weiß gar nicht so. Autsch. Soll ich wieder nieder... Oh, jetzt beschwert er, glaube ich, wen, oder? Jetzt beschwert er wen, ja. Jetzt ist er kurz stehen geblieben und schon hat er seinen Kollegen geholt. Einen zweiten Geister. Hat mich schon gewundert, warum da vorher 2 herumgelaufen sind. Hätte ich mir aber auch denken können, dass der 2 gewonnen hat. Aber ich hätte mir gedacht, vielleicht, wenn da 2 Leute die Quest haben, dann haben das auch 2 Leute. Ja, der heilt sich immer wieder auf, also irgendwas muss der haben. Aber der dürfte auch noch einen Buff haben, glaube ich, der Verteidiger, so einen Schlachtruf. Ich glaube, den hat er vergessen oder ist er schon wieder abgelaufen. Komm, jetzt geh mal wieder am Verteidiger, ich will mich kurz heilen. Hinter den Baum stellen und heilen. Weil hier kann man sich hinter Obstacles, also hinter verschiedenen Objekten auch verouch.
verstecken. Die Gegner müssen dann drumherum laufen. Ich weiß nicht, was ist schlauer? Das heißt, beim Hauptmob oder die anderen immer kurz und klein haken? Oh oh! Oh oh! Jetzt komme ich zum ersten Mal ein bisschen weiter runter mit den Lebenspunkten. Weil ich jetzt die ganze Zeit Aggro habe. Heilung. So. Jetzt geht's mir wieder gut. Na, jetzt bin ich echt gespannt. Ob wir den hier schaffen. Ich glaube, alleine mit Konzentration wäre der wahrscheinlich auch alleine gegangen. Jetzt beschwert er schon wieder einen. Der macht hier richtig Tempo. Aber dauert natürlich seine Zeit. Das heißt, man wird hier gar nicht, so wie in anderen Games kenne ich so die High-Level-Spieler. Hey, ist da noch jemand? Da ist noch jemand. So, schon langsam werden wir hier eine richtig fette Gruppe. Lade ich den auch ein, bin gespannt, welchen Level der jetzt hat. Welchen Level hast du? Geht ziemlich schnell down. Der sieht von der Rüstung her schon ziemlich fortgeschritten aus. Wieso nimmt er nicht an? Du hast ihn eingeladen, der Gruppe beizutreten. Nimm doch an, mein junger Mann. Genau, was ich sagen wollte. Da wird das alleinige Boss-Farmen nicht gefördert, sondern das soll man in der Gruppe mehr machen. Was ich auch sehr willkommen heiße. Was ist das für einer? Der muss Level 35 oder so sein. Oder zumindest irgendwas mit 30. Komm, Spielinfo anzeigen jetzt im Kampf. Egal. Level 33, ja, krass. Aber wieso nimmt er nicht an? Dann würde er auch den Kill bekommen. 900 Erfahrung, das war jetzt nicht so viel. Quest wenigstens abgeschlossen. Wo ist der Loot? Shadis Seelenjuwel. Zwei Stück. Zwei Stück sind da drin. Wieso hat der nichts bekommen? Wird da jetzt gewürfelt rum? Wird da gewürfelt rum? Die Gruppeneinladung hat er abgelehnt. Habe ich Anführerbeute eingestellt? Das wäre jetzt unfair. Nein, habe ich glaube ich nicht. Würfeln. Doch, seltene Beute würfeln. Na gut. Dann danke an Nerfhörder. Jetzt wollte ich sagen Nerdherfer. Ja, das war Shadis. Shadis, Shadis. Schade drum, tot ist er. Tot ist er. Und mal schauen, was es hier gibt. Wird die Quest auch wiederholbar sein? Ist die Quest wiederholbar, Liara? 11.000 Erfahrungen. Könnte aber mehr sein eigentlich für so eine Gruppenquest. Naja, so schwer war er jetzt nicht. Stahlfragment nehme ich mir mit. Was? Du hast ein Rufzeichen, aber ein graues. Nein, wieso kann ich nichts annehmen bei dir? Okay, dann geht's im Prinzip. Aha, ein Schlauer. Der hat den Ring zur Teleportation genommen. Das mache ich jetzt auch. Der wird aber... Der kostet jetzt für immer einen Inventarplatz. Das finde ich uncool. Ich meine, weil das wäre ja schade, den wegzuschmeißen. Eine kostenlose Teleportation hier nach oben. So, jetzt muss ich dann nämlich in den zweiten Stock des Mako-Dorfs, dort wo ich schon mal war, aber fälschlicherweise war, da musste ich noch gar nicht rein. Ansonsten fehlt im Prinzip hier nur noch da in der Mitte beim Kriegsfeld das ganze Zeug und ich glaube, dann geht schon bald auch nach Riode. Riode, schauen wir uns die Welt mal an. Komm, bleib da nicht hängen. Mako-Dorf, Berg Eder. So, ich sag mal, 60% sind locker schon abgeschlossen, wenn nicht sogar 70%. Hier fehlt nur noch am Ende. Ich glaube, irgendwas ist auch noch eine Stadt sogar. Vielleicht Ritz, weiß ich nicht, Marktplatz. Schauen wir einfach mal. Also, gehen wir mal rein ins Mako-Dorf. Da steht jemand AFK davor, Level 25. Also, die Zone kenne ich ja jetzt schon, unabsichtlicherweise. Was muss ich hier tun? Finde den Zauberer. Den Zauberer. Hier hinten sieht es mir zauberermäßig aus. Maxid. Herr Maxid in grüner Rüstung. Seine Rüstung kann man noch einfärben mit einem Farbstoff. Ich glaube, da habe ich sogar zufälligerweise... Moment, muss ich kurz wegklicken. Zufälligerweise was gefunden. Verbrauchsgegenstand. Nein, wo ist denn das... Sonstiges, keine Ahnung. Alle einfach. Hier, genau sowas. Siebenfarbige Kräuter findet man ganz normal beim Sammeln von irgendwelchen Blumen oder was auch immer. Kann da zufälligerweise sowas drin sein. Dann geht man zurück zur Freihafenstadt Ingen und dort kann man dann bei einer speziellen Handwerkerin so Farben herstellen und die dann auf die Rüstung drauf craften. Kuruhus Schatz finden und den Schatz des Makot-Stammes. Okay, wo ist der Zauberer jetzt? Du bist der Zauberer. Magician. Stylische Frisur. Erinnert mich an meine. An die meine eine. Kenne ich dich etwa? Was treibst du hier? Was treibst du hier?
Ich treibe gar nichts hier. Kollegen Rowan finden. Sein Zaubergehilfe wahrscheinlich. Ohne dem schafft er die ganzen illegalen Tricks nicht. Er kann ja gar nicht zaubern. So ist es. Koboldgewehre. Für ihn bringen. Okay. 16.000 Erfahrung. Jetzt werden schon ich immer seltsamere Erfahrungspunkte zahlen. Am Anfang war das wirklich cool. 3.000, 4.000 und jetzt 15.909, 35.000, 37.800. So, die Quests blende ich hier aus. Das blende ich auch aus. Das brauche ich jetzt auch nicht, Händler Hans. Koboldgewehre. Das war knapp. Das war knapp, sage ich jetzt mal. Oh, hier ist der Rowan. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Rowan. Er spricht im Chat. Rowan? Vielleicht ist er hier unten einfach gefangen. Hier. Bist du Rowan? Dämoneninsekt. Wo ist der Rowan? Ich habe die Quest abgeschlossen. Keine Ahnung. Ja, gebe ich sie einfach mal ab. Hier irgendwo war anscheinend der Rowan. Rowan. So, hier, ich habe den Zauberlehrling gefunden. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ich habe ihn leider nicht gefunden, aber nur das Quest-Update erhalten. Seine Ermittler soll ich finden. Gut, das heißt, hier gibt es wieder einiges zu tun. Und ich falle da hoffentlich nicht mehr runter. Dann werde ich beim nächsten Mal das Makodorf erkunden.